Verkehrsgroßkontrolle in Bremerhaven. Polizeikommissar Jannik Barth befragt die Fahrer. Polizeioberkommissar Jan-Hendrik Siemens übernimmt die Sicherung. Sowas habe ich noch nie erlebt. Dass jemand so neben sich steht, er ist der Meinung, dass es erlaubt ist, in Deutschland unter dem Einfluss von Marihuana Auto zu fahren. Das ist schon ein Brett. Also auf jeden Fall. Rund 50 Polizisten und Zöllner führen die Großkontrolle durch. Drogenerkennung im Straßenverkehr, da handelt es sich um einen Kontrolldelikt. Das heißt, je mehr Kontrollen wir durchführen, desto mehr Treffer werden wir da auch haben. Ich glaube, dass das nicht abnehmen wird, dass es immer wieder Leute geben wird, die Drogen konsumieren und darunter auch Auto zu fahren. An uns liegt es einfach nur, Kontrolldruck auf die Straße zu bringen, zu zeigen, dass das auch kein Kavaliersdelikt ist und vielleicht auch so Leute dazu zu bewegen, das Auto stehen zu lassen. Allein in Bremerhaven gab es 2018 mehr als 4.600 Verkehrsunfälle. Deswegen führen heute Polizei und Zoll eine Großkontrolle durch. Gehen wir einmal unten am besten. Ja, ja, genau. Wollen wir ihn nehmen hier gleich? Einmal noch vor. Ja. Moin. Sie können einmal zurücksetzen und hier reinfahren. Wir kümmern Sie uns gleich ums. Ich bin am Papa. Ja, dürfen Sie heute ausnahmsweise mal. Die Kollegen vom Zoll durchsuchen das Fahrzeug nach versteckten Betäubungsmitteln, während die Polizisten den Fahrzeughalter auf Drogenkonsum überprüfen. Ja, okay. Genau, ein bisschen weiter da, wo das Papier jetzt drauf ist, da dachte ich jetzt. Die Zöllner haben den beiden ein verdächtiges Tütchen übergeben. Der Kollege vom Zoll hat das gerade gefunden im Handschuhfach, dachtest du? Anhaftung von Marihuana drin. Er sagte, er hatte das vor 3 Jahren das letzte Mal eingebarzt. Ist natürlich schon mal ein Indiz, das reicht nicht für den Besitz. Die 3 Körner, das machen wir nicht. Aber natürlich schon mal ein Indiz dafür. Wir geben ihm mal eben die Möglichkeit, sich zu entlasten mit dem Urintest. Die Urinprobe soll klären, ob der Mann unter Drogeneinfluss gefahren ist. Langt das? Haben Sie gar langt das gefahren? Sie haben gar nicht eingepinkelt. Nee, komm jetzt. Unter uns. Sie können jetzt haben diese Möglichkeit, Urin abzugeben. Sie haben Auffallerscheinungen, ja, die auf einen Marihuana- oder Drogenkonsum hindeuten. Ja. Sie haben die Möglichkeit, jetzt Urin abzugeben. Das wirkt entlastend für Sie. Wir haben auch die Möglichkeit, eine Blutnahme bei Ihnen durchzuführen, zur Wahrung des Verfahrens. Das ist nur, um Sie zu entlasten. Ja. Also das wollte ich Ihnen jetzt nur mal anbieten. Sie haben die Möglichkeit, wann kann ich das abgeben? Jetzt. Weil Sie jetzt. Ja, okay, aber dann würden wir eine Blutnahme bei Ihnen durchführen. Wann haben Sie denn das letzte Mal oder irgendwie Drogen? Kann ich noch 10 Minuten warten oder so? Haben Sie heute schon was an Drogen konsumiert? Ehrlich jetzt. Nein, so, okay. Aufgrund Ihrer Aussage würden wir jetzt aber auch. Geben Sie mal, da muss ich Ihnen nicht ganz einhalten. Dann, wir würden jetzt auch so eine Blutnahme durchführen. Sie sind Marihuana-Konsument. Gelegentlich, ne? Gelegentlich, heute Morgen. Ja. Wie viel? Ja. Bitte schön. Danke, ich halte dann den anderen Becher mal fest wieder. Okay. Was konsumieren Sie noch? Nur Marihuana? Mhm. Wie hoch? Wirklich? Gelegentlich. Okay, heute eingebarzt. Mhm. Wann das letzte Mal davor eingebarzt? Vor einer Woche oder so. Vor einer Woche. Okay. Wann barzen Sie zum Runterkommen oder wie sieht das aus? Okay. Mein morgens einbarzen ist ja auch. Nee, morgens. Ich bin gerade erst aus dem Bett. Sie sind gerade aus dem Bett? Wieso? Haben Sie gearbeitet gestern oder weshalb sind Sie erst? Das ist ja ein Leben. Jetzt müssen Sie mir das mal erklären. Wann haben Sie jetzt eingebarzt? Heute Morgen, als Sie ins Bett gegangen sind? Ja, dann bin ich schlafen gegangen. Okay, und weshalb konsumieren Sie Drogen? Und dann haben Sie wieder eingeraucht, wahrscheinlich. Und dann wollte ich nur eben was umtauschen. Haben Sie gerade noch eingekifft? Ja, dann wollte ich gerade. Wollen wir was umtauschen? Sie müssen mal eben die Frage von meinem Kollegen beantworten, bitte. Haben Sie die Frage verstanden? Also haben Sie jetzt eben noch gerade eingekifft, einen Joint? Ja, mittags oder so. Heute Mittag? Okay. Also heute Morgen und heute Mittag, nach dem Aufstehen und vor dem Schlafengehen. Unter uns, dann können Sie mir ja nicht erzählen, dass Sie letzte Woche das letzte Mal eingebarzt haben, wenn Sie vorm Schlafen gehen und heute noch mal eingenommen haben, oder? Gut, ich sage Ihnen das mal so. Ist das eine Rolle, wie viel man schon ein bisschen aber gucken Sie mal kurz eben an. Sie werden unter dem Einfluss von Marihuana Auto gefahren sein. Das setze ich jetzt, lege ich jetzt einmal zugrunde. Das heißt, ich belehre Sie jetzt, ja? Sie sind betroffen einem Ordnungswidrigkeitenverfahren. Können Sie sich zu äußern? Müssen Sie nicht. Können Sie sich einen Anwalt nehmen und können mir Dinge erzählen, die Sie entlasten. Okay, haben Sie das verstanden? Okay, sehr gut. Dann machen wir mal eben den Urintest. Genau. Dann beschleunigen wir. Urin, ja. Genau, Urintest.
Also wird es auch noch auf was anderes anschlagen. Darauf wollte der Kollege eigentlich darauf hinaus. Es wird nicht nur Marihuana, also THC sein, sondern sie werden auch auf wahrscheinlich Speed oder irgendwas anderes. Amphetamine nehmen sie noch zusätzlich. Okay, gut. Das heißt, es wird auf Marihuana und Amphetamine anschlagen wahrscheinlich. Wollen Sie mal probieren? So, komm. Jetzt nochmal abschließend hier nochmal eben 9 Tropfen plus. Das habe ich noch. Sowas habe ich noch nie erlebt. Also ich mache das auch des Öfteren schon, die Kontrollen, aber dass jemand so neben sich steht, er ist der Meinung, dass es erlaubt ist in Deutschland unter dem Einfluss von Marihuana Auto zu fahren. Er hat jetzt uns gegenüber durch die Blume angegeben, dass er auch Amphetamine nimmt. Und da haben wir uns gerade schon besprochen, also wenn jemand solche, sprechen immer von Auffall- und Ausfallerscheinungen. Auffallerscheinungen sind die Indizien dafür sprechen, dass jemand Marihuana nimmt. Aber das grenzt schon so ein bisschen an Auffallerscheinungen. Das heißt, da müssen wir gucken, dass wir da schon in der Straftat dann sind, im 316. Trunkenheit im Verkehr durch Drogen dann. Das ist schon Brett, also auf jeden Fall. Trunkenheit im Verkehr bedeutet eine Geldstrafe. Mindestens 2 Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Wollen Sie mich verarschen? Das ist mein Antrag. Bitte, wir bringen das jetzt ab. Ja, der Blau aus dem... Ja. Warum sind Becher jetzt hingeworfen? Da reingeworfen. Da reingeworfen? Ja, das ist... Und wo soll das hin? Ich passe da jetzt ungern rein. Können Sie wieder rausfischen? Ja, natürlich. Ja. Nee, gut, lassen wir mal. Wo ist denn der? Da drin? Wir haben mich erschreckt. Als er mir das geben wollte. Ich würde gerne verarschen, ne? Ja? Hey, glauben Sie, wir sind doof? Also, ich habe noch nie jemanden gesehen, der... Ganz kurz, ich habe noch nie jemanden gesehen, der blaues Urin hat. Ja, also Sie können doch nicht da irgendwie Urin aus dem Pissoir fischen. Da der Mann die Urinprobe verweigert, muss er zur Blutentnahme. Yannick Bark führt vorab weitere Fahrtüchtigkeitstests durch. Ja. Kommen Sie mal bitte hier zu mir. Wir machen jetzt einen Test. Sie stellen sich bitte genau neben mich. Genau neben mich, so dass wir nach da gucken beide. Sie machen die Füße zusammen, so wie ich, dass die Füße sich berühren. Dass sie sich berühren, genau. Sie strecken die Hände nach vorne und spreizen die Finger. Spreizen die Finger, so wie ich. Gucken Sie mal. So. Und dann legen Sie den Kopf in den Nacken. Kopf in den Nacken und die Augen zu. Kopf in den Nacken und Augen zu. Und wenn ich jetzt sage, ziehen Sie im Kopf für sich 30 Sekunden ab. Und wenn Sie sagen, 30 Sekunden sind vorbei, lassen Sie die Hände fallen. Und dann ab jetzt. Ja. 30 Sekunden sind vorbei. Das waren 7 Sekunden. 7 Sekunden? 7 Sekunden. 3 Sekunden? 30? Nee. 30, ja. Ja. Okay, gut, Sie wollten 30 Sekunden abziehen, sind bei 7 Sekunden, haben Sie die Hände fallen lassen. Einen letzten Test machen wir noch mal eben. Wie beim Arzt. Sie machen die Augen zu, machen so ruhig eben so, dass da kein Licht ankommt. Augen zu, Augen geschlossen. Und wenn ich jetzt sage, machen Sie die Augen weit auf, ich leuchte nicht in die Augen oder dazwischen. Haben Sie das verstanden? Ja. Ich habe noch nicht jetzt gesagt. Okay, gut, das reicht mir aber. Das reicht mir aber auch. Also, Sie haben sind ja überhaupt nicht orientiert. Das sagten Sie selber auch, ne? Also, Sie sollten 30 Sekunden abzählen, sind bei 7 gestoppt. Also, ich habe bis 30 gezählt. Ja, das ist auch in Ordnung. Aber, also... Sie haben eben bis 30 gezählt. Ja. Wie schnell haben Sie das denn gemacht? Gut, egal. Ja. Okay, wo fange ich an, wo höre ich auf? Herr... Wir müssen jetzt eine Blutnahme machen, okay? Ein Arzt ist da. Können wir direkt hier machen. Ein Doktor. Ja. Ich darf das nicht. Okay. Gut. Mama. Jetzt geht es für den Mann zur Blutentnahme, deren Ergebnis erst in einigen Wochen feststeht. Hast du nicht verstanden, dass wir das 6-mal gesagt haben? Ja, war da eine Pause oder nicht? Da ist keine Pause, du bist in der polizeilichen Maßnahme.